Florian Gänseblümchen, Lehrer der Freiheitsbewegung für Topfpflanzen, hat ihr Krankenhaus besucht. Was für ein Spitzenkrankenhaus. Wenn ich das nächste Mal ernsthaft krank bin, will ich hier sein. Hierhin. Ihr Ruf und Öffentlichkeit hat sich gebessert. Ihnen wurde ein Geldbonus von 2000 gewährt. So, aber erst einmal hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Tape Hospital. Ich denke mal, diese Folge müsste theoretisch bald geschafft sein. Noch 6 Patienten fehlen. Ja, sieh mal, ein Gebäude könnte ich noch bauen hier. Aber eigentlich brauche ich das, glaube ich, nicht. Was wurden die beiden eigentlich? Ach, Diagnosefortschritt. Unten baue ich noch Personalraum hin. Dass meine Personalleute nicht so weit laufen müssen. Fernseher. So. Die müssen ja nicht überall sein. Billardtisch drin haben, noch einen Heizkörper rein. Pflanze. Da krieg ich noch so einen Mülleimer hier rein. Ich finde nicht. Naja, wird schon passen. Wir haben einen Notruf aus dem der Frog und Bull Pop erhalten. Setzt sich auf 5 Personen mit Fernsehfieber. Na gut, Fernsehfieber ist ja mit dem hier. Was wolltest du eigentlich? Nichts. Dumm rumlaufen. Ich habe schon 2 Allgemeinmedizin. Mal noch jede Kotze weg. Manchmal einen Hausmeister, der für alles zuständig ist, der als Springer dient. Das noch so ein Gebiet zu kaufen. 9200. Naja. Doktor, bitte dringend in die Kardioabteilung. Ich riskiere es und baue mir noch eine Station. Ist nur die Frage, wohin am besten. Also hier löst es nicht, da hätte ich ja keinen Platz mehr für andere Sachen. Wohl. Muss ich das Ding wirklich so groß bauen? Ach, Station, ich will doch keine Station bauen. Die Psychiatrie meine ich. So. So. Die Breite brauche ich. Na gut, machen wir es so. Gleich hier die Trennwand hin. Das machen wir hier hin, das da hin, das da hin. Das sind Feuerlöscher, das hier. Blümchen. Und noch eine Heizung. Heizkörper hier. So. Bank, Bank, Getränke.
Getränkautomat, Feuerlöscher, das. Ja. Erstmal der Getränkeautomat. Wollen wir vielleicht ein bisschen Geld verdienen noch mit solchen Sachen. Herzkörper. Bank. Blume. Heizkörper. So, dann brauche ich noch so einen Arzt hier, der das auch kann. Ist nur der eine. Vielleicht habe ich ja noch einen. Der dann hier einspringt. Hier ist dieses Gebiet hier unten. Die 3. So, du kommst, machst nur auf der 3. So, das Klo baue ich aber gleich hier hin. Waschbecken. Ach ja, falls euch fragt, warum jetzt hier sowas kommt, ich habe meine Einstellung geändert. Dass der das, was ich am meisten nutze an Einstellungen, dass er sich das speichern soll. Also, deswegen. Damit ich also nicht sozusagen andauernd nur eine dasselbe machen muss. Mülleimer. Falls welche dort sitzen wollen. Das wäre unwahrscheinlich, aber egal. So einfach nur schöner aussehen. So, gibt es jetzt einen neuen Psychiater? Nee. Machen wir noch gleich einen Personalraum nochmal hin. So. Noch Pflanzen hin. Bänge. Pflanze. Ach, mach dort eine Galerie aus Pflanzen an der Brücke aus Pflanzen. Oh, noch eine in die Mitte. Oh, noch eine. So. Zwei Chirurgen in den OP, bitte. Na egal, ich hab's ja auch so geschafft. Aber trotzdem, die eine Psychiatrie lasse ich noch. Was habe ich? Ach, jetzt brauche ich nur 20.000. Demo. Wer hat da noch gekotzt, Engel? Ach, der Rosa, gut. Ich bräuchte noch eine Allgemeinmedizin. Das bringt alles nichts. Ein Arzt in die Allgemeinmedizin, in den Psychiatrie, bitte. Das hat hier alles keinen Wert. Wenn meine armen Patienten so lange warten müssen, möchte ich das nicht zumuten. Arzt. Doktor, bitte dringend in die Kardioabteilung. So, es geht vielleicht noch ein paar Leute nach unten.
Ja. Da habe ich schon zwei Allgemeinmedizin. Hier sind drei Leute, hier sind vier Leute. Ja, kotzen sie alle. Sie kotzen alle ab. So, jetzt muss ich jetzt noch ein bisschen Geld sammeln, Geld verdienen, dass ich 20.000 bekomme. Ein Arzt in die Röntgenstation, Doktor in die Psychiatrie, bitte. Gibt's mal neuen Psychiater für mich? Nein. Kein Psychiater. Ey, nicht kotzen. Na ey, Elvis Presley. Wir meine Leute. Naja, es geht. Doktor, bitte dringend in die Kardioabteilung. Ein Arzt bitte zur allgemeinen Diagnose. Ich sehe. Getrieben könnte ich noch einen Halskörper gebrauchen. Machen wir mal hier noch einen Einzelnen, das sieht ein bisschen komisch aus. Mitten im Raum. Aber es ist wärmer. Jetzt habe ich auch mein Geld wieder zusammen. Ja. Ach, bekomme ich mal vielleicht mal einen Arzt, der sowas kann. Ein Abend in die Allgemeinheit. Nein, natürlich nicht. So, hier drüben wird nur behandelt. Gut, hier wird ja auch behandelt und diagnostiziert. Gut, zwei Leute schlafen hier. Na Elvis, muss mal kacken. Boah, der hat Verstopfung. Elvis leidet unter Verstopfung. Ein Arm in die Entlüftungsanlage, bitte. Ah, stinkfaul, na, das ist natürlich... Ich denke mal, wenn das Jahr vorbei ist, müsste ich dann gewonnen haben. Papa. Ey, kurz doch nicht. Bitte. 53 Pflanzen habe ich. Das Ding ist ganz. Na, das können wir dann das nächste Mal auch reparieren lassen, langsam. Wir haben einen Notruf aus dem Berz Petrochemisches gebraucht. Warenhaus erhalten. Es handelt sich um 6 Personen mit Schlafkrankheit, die sofort behandelt werden müssen. Schlafkrankheit war, glaube ich, mit Medikamenten. Wichtige Durchsage. Patienten mit Schlafkrankheit treffen ein. Immer noch der. Doktor in die Psychiatrie, bitte. Naja.
Ja, die meisten. Für die ganzen Getränke, die ich verkauft habe, der Fizzy-Base-Preis. Ja, nochmal mit Ableben. Zweimal. Mehr von 10 kalt als die Konkurrenz. Der Gesundheitsminister hat sich gefreut. Den besten Ruf des letzten Jahres. Na dann. Na, hab's geschafft. Klasse, Sie haben exzellente Fortschritte gemacht. Wir haben ein neues Krankenhaus gefunden, in dem Sie die Leitung übernehmen könnten. Sind Sie bereit? Sie müssen das Angebot nicht annehmen, aber die Mühe wird sich lohnen. Sie werden ein Gehalt von 14.007 D-Mark erhalten. Möchten Sie eine Stelle im Urmelstadt Mehrkrankenhaus? Ach, das Urmel aus dem Eis. Arbeiten Sie daran, dass Ihre Patienten immer glücklich sind und behandeln Sie sie so effizient wie möglich. Reduzieren Sie die Ablebensfälle auf das absolute Minimum. Na, das versuche ich sowieso. Ihr Ruf steht auf dem Spiel, also stellen Sie sicher, dass Sie auf der Karriereleiter möglichst weit emporklettern. Machen Sie sich nicht so viele Sorgen um das liebe Geld. Wenn Sie einen guten Ruf haben, kommt das Ganze, wie kommt das dann ganz von alleine. Jetzt sind Sie auch in der Lage, Ihre Ärzte besser auszubilden und deren Fähigkeit zu verbessern. Ihr Personal wird dann auch mit schwierigen Fällen fertig. Schrauben Sie Ihren Ruf auf mehr als 500. 5 Gebäude kann ich haben. Mal gucken. Gut, hier ist eine Straße. Doppelstraße. Bürgersteig. Ich denke, das sind die Gullideckel sein, garantiert. Das ist bestimmt das Parkverbot wahrscheinlich. Könnte ich mir vorstellen. Also genau kenne ich mich da nicht aus jetzt. Na gut, die Leute kommen zumindest von hier rein. Ausbildung muss ich machen und Forschung muss ich auch machen, weil ich das habe. Nur die Entlüftung hier. Na gut, die Behandlung habe ich wegen des OP schon mal. Naja. Ja, jetzt erstmal kommt die tolle Rezession. So. Allgemeinmedizin. Standardeinrichtung rein. Meine Blume und der Müllarmer dahin. So, Bank, Heizkörper, Müllarmer, Getränkautomat und vielleicht noch eine Pflanze. Das mit der Heizkörper. Heizkörper hin, noch eine Blume hin. So. Oh, da ist meine Diagnose hier hin. Dass der Weg nicht ganz so weit ist für die Leute. Dass die Wege, wie es gesagt ist, kurz wie möglich sind. Das ist auch richtig. So, Heizkörper, Bank. Vielleicht noch ein Heizkörper. Machen wir noch einen. So. Das dahin. Heizkörper. Machen wir dahin, das machen wir dahin. Getränkautomat mit einem Müllarmer. Das dahin und das dorthin. Mal gucken.
Eins, zwei. Manchmal hier hin. Das. Einmal eine Heizung. Gut, Feuerlöscher brauche ich da theoretisch nicht, aber naja, gut. Na gut, die Station wird ja nicht hinpassen. Hier, dass ich mir noch Platz für eine zweite Allgemeinmedizin, die müsste ja später hinpassen. Ja. Also, 1, 2. Sehe ich zu, dass ich hier mal gleich so eine tolle Station hinbaue. Mal gucken, ob ich noch zwei Betten reinkriege. Müllarmer. Pflanze 2. Halt von denen, einmal von dem. Na gut, das ist nicht gerade ideal, aber naja, gut. So. Bank und Heizkörper. Gucken, der Personalraum, wo kommt der hin? Ja doch, den mache ich mehr zentral hin. Fernseher, Billardtisch, nochmal zwei Sofas, zwei Pflanzen, das mal ein Förderer von mir aus. Wenn der ein internes Audit ist, wie man das so schön nennt. Das alles natürlich perfekt ist, ja. Mach noch einen Fernseher rein. Jetzt bräuchte noch ein Klo. Wo ich sagen muss, mit werde ich erstmal meine Ausbildung erstmal hier hinbauen. Solange das noch nicht ist. Dahin, dann mache ich den. Wie sitzen die jetzt eigentlich so? Ne, so. So sitzen die. Bücherregal gibt's nur. Skelett, Heizkörper, Pflanze. Ach, so zwei Stühle, wenn's geht. Zumindest ein Heizkörper. Und vielleicht noch ein Stuhl. Doch, hier passt die Blume rein. Schulungsraum. Ihre AIPler und Ärzte bekommen beim Studieren in diesem Rahmen eine wertvolle Zusatzqualifikation. Na klar, dass sie Chirurg und sonst was werden. Ein Berater für die Fächer Chirurgie, Forschung oder Psychiatrie wird seine Fähigkeiten an jeden Arzt weitergeben. Aha, auch in Ärzte bereits über diese Fähigkeit verfügen, können Sie diese hier verbessern. Ah. Im Schulungsraum muss ein Berater eingesetzt werden. Na dann. Gebiet kaufen. 5-4, das ist da unten.
Arzt, ein Richter, wer dich zusätzlich die hier gerne irgendwie einbauen möchte. Kommt hier das Ding hin, das da hin, das da hin. Noch ein Schreibtisch, Rührarmer, so zwei Heizkörper, das und das. So. Oh, die Zeit langsam machen. Dich brauche ich nicht. Ich werde dich nehmen. So, du wirst bei Grundstück 1 arbeiten, mein Freund. Da werde ich einmachen, darf die versuche ich. Schrüben zu machen. Du bist von Spanner, aber das stört mich nicht. Solange du mir nicht zuguckst, wenn ich auf dem Klo hocke. Schlecht ausgebildet, nutzlos. Weil ich nur solche Pfeifen. Muss ich dich lauter hier reinsetzen, mein Freund? Damit ich den da reinsetzen können. Naja, es geht nicht anders. Ich muss auch mal ein paar Pfeifen holen. Das Höhlen sind ja nur solche Gestalten. Kann ich die auch hier reinsetzen? Die will ich doch gar nicht. Ich meine die. Langsam pingelig. Ach, dich nehme ich. Ach, wie ich sehe, es ist Zeit, die Folge zu beenden. Also, wenn euch diese Folge gefallen hat, könnt ihr das Video gerne liken, teilen, natürlich auch kommentieren, meinen Kanal abonnieren und mir bei Twitter und Facebook und so weiter und so fort folgen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.